Google kann mehr als nur suchen. Diese 11 praktischen Tricks zeigen, was Google alles so kann. Mit Google können einzelne Internetseiten durchsucht werden. Dazu müssen ins Suchfeld einfach der Befehl Site und die Adresse der Seite vor dem eigentlichen Suchbegriff eingegeben werden. Wichtig ist dabei, dass Befehl und Adresse der Seite nicht durch ein Leerzeichen getrennt werden. Über Google können einzelne Dateiformate, wie etwa PDF-Dokumente, gesucht werden. Durch den Befehl FileType und der Dateiendung werden nur Suchergebnisse des entsprechenden Dateityps gezeigt. Wenn mehrere Wörter in Anführungszeichen gesetzt werden, dann zeigt Google nur jene Suchergebnisse, bei denen die Wörter in genau dieser Reihenfolge vorkommen. Dies eignet sich besonders bei feststehenden Begriffen oder Zitaten. Unerwünschte Begriffe können durch ein vorangestelltes Minus von der Suche ausgeblendet werden. Dies hilft, wenn die gewünschten Suchergebnisse derzeit von einem anderen Thema überlagert werden. Bilder können auf Google nicht nur über Schlagworte, sondern auch mit Hilfe anderer Bilder gesucht werden. Entweder mit dem Link, unter dem sich das Bild im Internet finden lässt, oder durch Hochladen des Bildes. So kann das Bild in besserer Auflösung gefunden oder der Urheber des Bildes ermittelt werden. Google kann nicht nur das Web durchsuchen. Ortsbezogene Live-Daten können über die Kombination aus Stadtnamen und Begriffen wie etwa Uhrzeit, Sonnenaufgang, Sonnenuntergang, Wetter oder Temperatur abgerufen werden. Schnell einfache Rechenaufgaben lösen oder Zentimeter in Zoll umrechnen geht auch über die Google-Suche. Einfach die Formel ins Suchfeld eingeben, Google liefert die Antwort. Die komplette Filmografie oder Musikhistorie eines Künstlers lässt sich schnell mit Google anzeigen. Einfach Lieder von oder Musik von und den Namen eingeben. Die eingeblendeten Links führen dann direkt auf die entsprechenden YouTube-Videos des Musiktitels. Google filtert viele Ergebnisse in der Suche aus Gründen des Jugendschutzes. Wer dies deaktivieren möchte, muss einfach nach der Eingabe des Suchbegriffes auf das Zahnrad rechts oben klicken und dort Safe Search deaktivieren auswählen. Das Netz ist ständiger Veränderung unterworfen. Die letzte von Google gespeicherte Version einer Internetseite kann aber über den Befehl Cache gefolgt vom Link abgerufen werden. So erhält man eine ältere Version der Seite. Wer sich nach all der Internetrecherche etwas ausruhen will, mit dem Suchbegriff Zerg Rush startet ein Spiel, bei dem die Suchergebnisse gegen eine Horde angreifender Buchstaben verteidigt werden müssen. Weitere Spiele, wie etwa Pac-Man, veröffentlichte Google an besonderen Tagen. Die können jederzeit im Google-Doodle-Archiv gefunden werden.